Frank Med, Glückwunsch zum Sieg. Heute 1:0. Die erste Halbzeit war dir schon sehr dominant und habt das Spiel im Griff gehabt. Was war die zweite Halbzeit los, dass es so spannend wurde? Naja, danke Michael. Also ich habe meiner Mannschaft auch gerade gratuliert. Das muss man erstmal nach so 120 Minuten von Mittwoch die Kurve hier kriegen und dann sich so einen Punkt, so einen Sieg hier erkämpfen mit einer Abwehrschlacht mehr oder weniger. Wir hatten das Spiel schon so ab Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr im Griff. Da wurde Hochwald stärker, hatten bessere Ballstaffetten, waren sicherer am Ball. Die wenigen Konterchancen, die wir hatten, die haben wir zu schnell hergegeben. Und ja, da haben die Kräfte auch bei uns ein bisschen nachgelassen, ist ja klar. Ne? Aber wie gesagt, ich bin hoch zufrieden, dann so ein Spiel 1:0 hier zu gewinnen.